Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf diesem Kanal, Leute. Und heute sind wir auf pyramsi.de. Und der Server kennt vielleicht noch viele Leute. Also, als ihr Zuschauer seid, dann kennt ihr auf jeden Fall den Server auch noch. Ich habe da immer früher sehr lange drauf gezockt. Ich kann einfach mal kurz was einblenden. Jetzt kommt es zum neuen Video, Leute. Und heute ist wieder eine Servervorstellung. pyramsi.de ist der Server. Und ja, das seht ihr halt, dass der Server sehr beliebt war bei mir in der Serverliste. Und jetzt ist er wieder back. 2 Jahre war das, wenn ich es richtig weiß, her, dass der Server jetzt wieder released. Gerade immer noch 30 Spiele drauf. Der Server ist echt cool, finde ich. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich spiele jetzt erstmal kurz das Jump'n'Run hier nochmal durch, oder auch nicht. Ja, der Teleporter. Es gibt hier, also hier oben sind auch Bücher, zum Beispiel Twitter. Also, wo soll es hingehen, Noctan? Zum Beispiel halt einfach so, euer Name steht halt da. Unser Discord-Server halt einfach sowas. Coming soon, coming soon. Dann Knocket, OneBlock, Enderfight, Mindfighter. Enderfight ist einfach, dass ihr einen Enderdrache bekämpft. Können wir uns einfach auch mal kurz hin teleportieren. Ihr fliegt hoch und dann kommt ihr wieder runter. Ja. Endfight spielen wir momentan gerade nicht, weil ich mag einfach den Spielmodus nicht so, dass man gegen einen Enderdrache kämpfen soll. Nicht so meins. Ja. Dann gehen wir zu Mindfighter einfach mal. Leider ist hier der Server gerade offline. Ja, dann gehen wir einfach mal zu OneBlock. Da kann ich mit dem Nendersen hier ein bisschen Runde spielen. Kann ich euch OneBlock hier erklären? Im Nendersen sollte es einfach kurz reinkommen. Ja, er kommt hier rein. 2, 1, eigentlich ganz cool gemacht. Hier kriegt ihr 64 Blöcke. Und ihr baut es euch rüber und die Blöcke verschwinden, Leute. Und da müsst ihr halt einfach Leute runternocken. Und ja, das ist eigentlich schon das Spielprinzip ein bisschen wie One Line und so schnell rüberbauen. Und ja, so Leute, boah, okay, das ist ein bisschen erschrocken, Leute. Hier ist der Nendersen. Und den holen wir uns erstmal. Perfekt. Und jetzt bekommen wir ein Coin. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, mit diesen Coins, was man hier bekommt, kann man sich hier Ränge kaufen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Leute. Bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Ja, wir gehen jetzt einfach mal wieder zur Lobby. So, Leute, in der Lobby angekommen. Und es gibt auch private Server. Private Server sind einfach, dass du einen Server stellen kannst auf diesen Server. Ich sag mal, ich könnte jetzt einfach mit Nendersen so einen Server starten. Ist halt ein, ich bin der P-Owner, das heißt der private Owner von diesem Server hier. Und er ist der P-Mod, ist der private Mod. Und da können einfach auch Leute dann einfach alle Server, könnt ihr einfach drauf joinen. Ja, könnt ihr einfach euren kleinen Server aufbauen. Hier stehe ich, Leute. Mein kleiner, geiler Minecraft-Skin. In der Tat. Ich setze mich hin, er setzt sich einfach auch hin. Ich tanze, der tanzt auch. Ganz cool. VIP-Rang. Dann steht hier dran halt, was man machen kann. Eigentlich ganz cool, das finde ich eigentlich extrem geil. Einen persönlichen Status mit /Status einstellen. Man braucht halt dafür Ladymod, dann kommt halt unten dran so, zum Beispiel kann er reinschreiben, abonniert mich auf YouTube, M-Octan zum Beispiel. Ja. Und hier gibt es dann unsere Statistiken, also meine Statistiken. Da steht ja 2019, eigentlich sollte 2017 dran stehen. ja, da haben sie irgendwas ein bisschen nicht so gut gemacht, irgendwie bei dem hier. Egal, 61 Coins haben wir und wir sind Level 1. Und bei diesen Leveln können wir uns Gadgets kaufen, zum Beispiel Boots, Love Boots. Zum Beispiel also einfach mal Love Boots hier, weil ich Level 1 bin. Und Nendersen könnte das eigentlich auch machen. Ja, und Nendersen kann das auch machen, seht ihr auch hier. Ja, und da gibt es auch verschiedene Boots, Happy Boots, aber da braucht man mal Level 10. Ausziehen. Und da gibt es auch verschiedene Haustiere. Schneemann bekommt man nur mal VIP. Schaf bekommt man auch als Spieler. Da habe ich ein cooles Schaf. Schaf. Boah, Ungetier. Grüße an dich raus. Ja, Leute, joint auf jeden Fall auf diesen Server. Würde mich freuen, wenn ich euch mal darauf sehen würde. Und dann würde ich sagen, haut rein und dann ciao.